Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell, der lokalen Informationssendung von MEMA TV. Die Wahlen sind vorbei und schon erreichen uns Meldungen über eine Erhöhung der Gerichtsgebühren und die ansteigenden Arbeitslosenzahlen. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Von den Politikern wird häufig behauptet, es ginge uns gut. Aber die Alarmglocken schrillen. Die Arbeitslosigkeit nimmt drastisch zu. Die Arbeitslosenrate ist gestiegen. Wir haben in der Steiermark die höchste Arbeitslosigkeit, die es je gegeben hat. Und in Relation dessen hat der Bezirk Bruck geringfügige Erhöhung. Und was kann der Grund sein? Der Grund ist aus meiner Sicht, dass wir von den Firmen her in den letzten Monaten sehr, sehr wenige Stellenangebote bekommen. Der Grund ist, dass die Arbeitslosigkeit der Personen vor allem über 50 dramatisch zunimmt. Wir haben Zahlen verweist, dass fast jeder Vierte in der Steiermark über 50 ist und zumal sehr lange beschäftigungslos ist. Warum will man den über 50-Jährigen oder die über 50-Jährige nicht mehr? Aus meiner Sicht ist es primär betriebswirtschaftliche Überlegung, dass man sagt, dass diese Personen einen gewissen Gehalt verlangen bzw. den Leuten auch zusteht. Und einer der strategischen Zugänge ist, wir versuchen jetzt mit gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassern dem gegenzuwirken. Und so hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren hier eine Basis bieten, damit die Leute dann wieder in den ersten Arbeitsmarkt einsteigen können. Aber ist es nicht gerade so zynisch, wenn man auf der anderen Seite von Seiten der Politiker und der Verantwortlichen hört, naja, die Leute sollen länger arbeiten, bis 67, vielleicht bis 70, es nimmt sie ja keiner mehr. Wir vom AMS können uns nur in den Rahmenbedingungen bewegen. Das heißt, die Personen, die zu uns kommen, die arbeitslos werden, denen können wir Stellen anbieten, Stellen, die uns die Dienstgeber zur Verfügung stellen. Und mit dem Einsatz von dementsprechenden Förderungen können wir, also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sprich die Service für Unternehmen, aktiv auf Unternehmer zugehen und versuchen, für diese Personen Stellen zu akquirieren. Welche Branchen sind denn am häufigsten davon betroffen? Wir merken momentan einen sehr starken Zuwachs im Bereich Baubau, Nebengewerbe. Wie groß ist denn die Anzahl oder wie hoch ist der Prozentsatz an schwarzen Schafen, die sozusagen als Sozialschmarotzer einzustufen sind? Es gibt eine Studie von der Universität Linz, wo man sehr genau hingeschaut hat. Einen Prozentsatz möchte ich hier nicht erwähnen. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich bin fast 3 Jahrzehnte beim Arbeitsamt, sprich AMS, in Beschäftigung und kann hier mit ruhigem Gewissen sagen, der Großteil der Personen, die bei uns arbeitslos vorgemerkt ist oder sind, wollen wieder auf den schnellsten Weg integriert werden. Aber natürlich gibt es einen Prozentsatz, wo man sehr genau hinschauen muss. Und da ist natürlich auch die Frage, inwieweit kannst du gewisse Leute motivieren, wenn die Begeisterung für einen eigenen Job, ich möchte es einmal so formulieren, nicht allzu groß ist. Wie schaut's aus? Besteht ein Trend zur Besserung oder zur Verschlimmerung? Meine persönliche Meinung ist, dass wir 2014, zweites, drittes Quartal, positive Entwicklung erleben werden. Ich hoffe, dass die Wirtschaft wieder anspringen wird, in einem Ausmaß, das sich auch bei den Arbeitslosenzahlen widerspiegeln wird. Rückgang der Arbeitslosigkeit, glaube ich, eher 2015, 2016. Kreativität ist in einer Stadt wie Bruck an der Mur sehr wichtig. Auch von Seiten des City Management Bruck ist man bemüht, Kreativität zu zeigen. Ideen dazu gibt es sicher auch in der Kreativwerkstatt in der Roseckerstraße von Bruck an der Mur. Kreativität ist immer gefragt. In Bruck an der Mur gibt es eine Kreativwerkstatt, die dem Namen voll gerecht wird. Jeder, der Kreatives sucht, wird hier fündig. Das City Management ist immer darum bemüht, kreativ zu sein, wenn es darum geht, Kreatives zu fördern. Es ist so, dass wir in Bruck an der Mur natürlich auch ein bisschen gegen den Zeitgeist schwimmen müssen, kreativ sein müssen. Wir wollen nicht standardmäßige Sachen anbieten, die man überall anders auch bekommt. Kreativität heißt aber auch, sich Gedanken zu machen, was man machen kann. Das fängt hier an in der Kreativwerkstatt, wo mit Keramik gearbeitet wird. Das geht aber auch über Handelsbetriebe, wie ein Nähstudio, wo man zum Beispiel, wo Gäste von
Graz kommen, weil sie die Knöpfe und die Nähseide in der Landeshauptstadt nicht bekommen, aber hier schon. Das geht auch weiter über die Gastronomie. Ich sehe, denke nur an den Mike Johann, der weit über die Grenzen hinaus für seine kreative Küche bekannt ist. Also eine Fülle an Angeboten, an kulinarischer, an betrieblicher Struktur, die hier in Bruck an der Mur Fuß gefasst hat und Kreativität ausstrahlt. Kreatives wird gestaltet, aber der Besucher wird auch vieles finden, was man im täglichen Gebrauch verwenden kann. Das ist schon beinahe Nostalgie. Bruck und Obereich fusionieren also. So wurde es in den Gemeinderatssitzungen der vergangenen Woche zumindest beschlossen. Dies konnte aber die Obereicher nicht hindern, den SC Bruck 2 im Fußball mit einer Niederlage nach Hause zu schicken. Nach der freundlichen Begrüßung geht's los mit dem Match. Bruck in Gelb-Blau spielend versucht's über den schnellen Sadat. Sadat legt sich das Leder zu weit vor, die Chance dahin. Darauf folgend lässt André Bosch den zweiten Brucksitzer ungenützt. Auf der Gegenseite die Obereicher mit gutem Torschuss. Die jungen Brucker mit gefälligem Angriff. Der abgefeuerte Torschuss macht Kirl im Obereich-Tor Mühe. In der 33. Spielminute gibt es den ersten Treffer, und zwar für Obereich. Ein Hopperschuss findet den Weg ins Tor. Glück war auch dabei. Die Brucker über diesen Gegentreffer nicht erfreut. Knapp vor der Pause gibt's noch Obereich-Freistoß, aber am Resultat ändert sich nichts mehr. Mit der 1:0-Führung für Obereich geht's in die Halbzeit. Obereich startet gut in die zweite Spielhälfte, versucht da gleich Druck zu machen. Der Brucker Sadat ist zwar schnell, der Ball aber noch schneller. Sadat muss an der Ballführung arbeiten, den Ball kürzer am Fuß führen. Für die Gäste gibt's da die Ausgleichschance, Saro Attila vergibt. Nach Bruckattacke im Strafraum gibt's Elfmeter für Obereich. Wolfgang Kiel, der Torhüter, der Ausführende, aber Kiel vergibt da den Strafstoß, schont sein Gegenüber. Einmal raffen sich die Brucker noch auf, aber Ausgleich gibt's keinen mehr. Obereich schlägt Bruck in einem fair geführten Derby knapp mit 1:0. Die Brucker haben brav gekämpft, hätten sich durchaus ein Unentschieden verdient. Ja, wenn man die Chancen nicht rein hatte, was man hat, waren zwar nicht so viel, aber Obereich hat genau eine Torschance gehabt. Und der Corner war keine Torschance, was sie 1:0 gemacht haben. In dem Fall muss ich trotzdem gratulieren, sie haben 1:0 gewonnen, sie haben ein Tor gemacht. Und deswegen haben sie 3 Punkte und mehr nicht. Freut uns sehr, jetzt endlich einmal nach einem Heimspiel 3 Punkte mitzunehmen. Es war für uns wichtig, dass wir mal von hinten rauskommen. Und das ist uns heute geglückt. Schönes Herbstwetter gab es am Donnerstag in unserem Sendegebiet. Trotzdem kamen die Temperaturen nicht über 13 Grad hinaus. Auch der Freitag beginnt zapfig bei Frühwerten zwischen -2 und +3 Grad. Nach Auflösung der Frühnebelfelder gibt es dann Höchstwerte um die 12 Grad. Herbstliches Schönwetter also bei kühlen Temperaturen. Genießen Sie deshalb schöne Fernsehstunden im warmen Zuhause. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.